voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Alaf und Helau zu einer ganz speziellen Karnevalsfolge in vielerlei Hinsicht. Herzlich willkommen zu Voll in die Presse. Die Premiere, die wir heute feiern, ist zum einen, dass wir tatsächlich unser literarisches Quartett zum allerersten Mal zusammengebracht haben. Und das am Karnevalsdonnerstag, am Weiberfastelovend. Und das zweite ist, wir stehen beim Kollegen Ballermann vorm Haus. Wir werden gleich dieses Haus abreißen und live ins Internet stellen, wie wir dein Haus abfackeln. Er grinst noch schelmisch. Unbebautes Grundstück zu verkaufen. Ist richtig. Übrigens in der Karl-Heinz-Ballermann-Allee. Genau, ja. Die Bronx von Bonn. Ja. Ja, mit dem brennenden Mülltonnen. Leicht zu erkennen. Und das wird auch unser Grill sein später. Das ist auf jeden Fall mal eine Sackgasse. Und das ist das ganz Besondere daran, dass der Kollege Ballermann ein Fuchs ist. Der grillt nämlich auf den Ruinen seines Hauses noch ein schönes Separatorenfleisch. Ja. Auch das haben wir vor, heute Bungee-Schwein und Separatorenfleisch zu essen. Für alle Veganer unter unseren Zuhörern. Und Reagenzfleisch hier aus Israel, dieses Zeug. Aber ansonsten vielleicht einmal hier ein Rundlauf. Stellt euch doch mal bitte selber vor. Ich mache nicht mehr den Begrüßungsonkel. Ja, du hast uns ja schon vorgestellt. Ich bin Karl-Heinz Ballermann, der geilste Typ, und es ist total schön, dass ich hier bin. Ja, was? Genau. Unverkennbar, Herr Sammer. Ja, mein Name ist Paolo Ferrari, gute Freundin, ja, nämlich reicht, Porno. Ja, reicht. So. Das ist der immer hier am ausgiebigsten zu Wort kommt, wie eingefleischte Hörer wissen. Da kommen jetzt mal ein paar andere Leute, die hauen euch jetzt mal die Rübe ab. Los, kommt rein. Ja, und jetzt kommt noch ein weiteres Novum. Wir haben zum ersten Mal hier Besucher im Benanza-Bus. Bitte hinten zusteigen. Also Moin! Vorne. Was ist denn hier los? Du bist der Jupp. Hör mal, habt ihr kein Zuhause? Hallo Jupp, komm rin. Die Besucherränge sind da vorne, Zuhause? Du musst da einsteigen. Jupp, komm rin, hast ein Bier. Der joviale Jupp so. Und der Lightning Lutz sind gerade noch eingestiegen und wollen heute live unsere Sendung hier verfolgen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, bevor der Ballermann weitere Ausfälle hat. Boah, die ganze Zeit das Grinsen von dem, muss ich jetzt ertragen. Ja. Oh Mann, ey. Sag nix, Männer, sag nix. Der ist, unter, der ist unterhopft. Zum Wohl. Das Kölsch ist schon am Start. Ich wünsche euch was. Ich bin übrigens Karl-Heinz Ballermann. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, schön. Ja. Sehr gut. Und weil der Ballermann so ein Kenner der internationalen Biere ist, saufen wir das Kölsch bei dem Nordlicht aus Pilztulpen. Muss man auch mal erwähnen. Und zwar aus Jever-Pilztulpen. Kulturell offen für alles. Ja, ja. Ganz recht. So, wollen wir mal anfangen? Also diese unflätigen Zwischenrufe, die so rum von den Zuschauerrängen, möchte ich an der Stelle so, noch pass mal auf, bevor jetzt hier einzelne Kandidaten wieder mit Monologen ansetzen, hätte ich ein kleines Quiz im Angebot. Und zwar, ihr seid ja alle Lindenstraßen-Fetischisten, sag mal nicht so, oder? Ich habe die ersten 10 Jahre alle gesehen, alle Folgen gesehen. Ja, umso besser. Also ich habe mich mal mit dem Thema angefreundet. Und hab mir mal die praktischerweise online aufgearbeiteten Todesfälle aus der Serie angeschaut. Also wir haben immerhin 54 Tote zu beklagen in den 2000 noch was Folgen. Ja, also zu wenig. Aber jetzt nicht unter den Schauspielern, sondern schon in der Sendung. Schon in der Sendung. Und jetzt eine kurze Zwischenfrage. Mit oder ohne Zombie-Apokalypse eingerechnet? Nee, die ist separat. Die also, Zombie-Apokalypse, genau, die kommt ja noch. Ja, es wurden 21 Kinder geboren, aber es gab 54 Todesfälle, was auch so ein bisschen was über die Zielgruppe der ARD aussagt. Das stimmt ja. Aber nicht. War das nicht das ZDF? Warum habe ich das denn auf der ARD? Wo lief denn das? Das lief da in der ARD. Ja, weiß ich doch nicht. Meine also auf jeden Güte. Fall auf so einem Seniorenprogramm. Oder wie immer bestens vorbereitet hier. So, was willst du jetzt wissen? Else ich, Kling ist irgendwann nee, ich wollte euch jetzt, also die Todesfälle sind online nochmal aufbereitet für die, die es interessiert, zu denen ich allerdings nicht gehöre. Insofern würde ich euch einfach so ein paar Todesfälle vorlesen und ihr kommentiert das bitte. Ja, wir fangen an mit Yoshi Ben Arsch. Nee, warte Yoshi mal. Yoshi Ben Arsch. Ja, Mann, Entschuldigung, ja was nix. Sind denn das für Namen? Das hat sich doch irgendwie besoffen ausgedacht. Ja, also du, ne? der erste Yoshi. War, der Yoshi ist als erster Anfang 86 an einem Herzinfarkt verschieden. Er wollte zuerst nicht ins Krankenhaus und lehnte alle Medikamente ab und wollte lieber sein eigenes Rezept, nämlich? Gänsefleisch? Nee, hier. Hibiskus-Litchi-Wasser. Fast richtig. Honigmilch mit Salz und Steinöl. Und hat's was gebracht? Nein, denn er steht auf der Todesliste als erster. Doch, vielleicht wollte er sterben. Das Meinst war du? Eigentlich ein genialer Selbstmord. Der ist nur verkannt. Ja, vielleicht spielt er auch der Name eine Rolle. Ja. So, weiter. Weiter, los. So, mehr Tote in kürzerer nächste Zeit. Folge.
Der erste AIDS-Tote durch Bluttransfusion war Benno Zimmermann. Das war Detlef. Der Mann von der Gabi. Ja, ja. Ich stelle mir gerade einen Rundfunkrat vor, der darüber diskutiert, dass AIDS ja ein ernstes Thema sei und man das irgendwie verarbeiten müsse. Aber für den klassischen Transfusionsfaktor Analsex war es dann doch, das wäre zu hart gewesen vielleicht. Ja? Also Bluttransfusion, ja, das ist für das Publikum leichter verkraftbar. Na, wie infiziert man sich mit HIV? Keine Ahnung, das kommt doch. Siehste, das musst du doch wissen. Todesursache Lungenentzündung. Benno stirbt in den Armen seiner großen Liebe Gabi. Ja, habe ich doch gesagt. Benno Gabi stirbt bei Gabi. Um es genau zu sagen. Gabi. Ja, der war gar nicht schwul. Das Witzige ist, das war jetzt nicht podcast-tauglich, aber die Leute, die Toten, wenn ich euch das mal zeigen darf, die liegen alle relativ gemütlich in ihrer Pose. Ja, damals hier, der hat sich noch auf dem Bahngleis bequem gemacht mit dem Kopf. Der andere gemütlich im Schnee, aber nicht mit der Nase in den Dreck. Ja. Bratpfannenmord, gemeinsamer Suizid, Vatermord. Klassische fahrlässige Tötung und Parkinson. Ja, gut. Also Parkinson, da ist eigentlich von allem was dabei. Die Tode sind jetzt nicht im Detail aufgearbeitet. Wer war denn Parkinson? War das der Dressler? Ich habe keine Ahnung mehr. Das war wahrscheinlich schon nach meiner Zeit. Ja, das war tatsächlich, das steht ja hier überhaupt nicht. Das ist ja ein Seitenumbruch. Hans Beimer hatte Parkinson, meine Güte, der ist früh genug ausgestiegen. Ja. Weißt du was, das ist eine absolute Drecksendung. Und ich hoffe mal, dass wir, also das geht ja noch ein paar Wochen, glaube ich, ne, diese Drecksendung. Ja, bis März, dass wir da noch reichhaltig mehr Todesfälle, spätestens mit dieser Zombie-Apokalypse hinbekommen. So, ich würde sagen, an die 1000. Oder alle. Alle, würde ich sagen. Ja, das wäre ein würdiges Ende. Haben wir ja schon seit Wochen philosophieren wir darüber. Ja. Können wir heute auch nochmal eine Schippe drauflegen. So, ja. Hat jetzt irgendjemand irgendetwas gewonnen bei dem Quiz? Nein. Warum? Ja, ich frage nicht. So, dann ist mal Zeit, glaube ich, für die erste Verköstigung. Oh. Also nach den Minidosen von letzter Woche hast du gedacht. Wir verköstigen ja immer Alkohol während unseres Podcasts. Und ich habe da mal was, also mir von ist eigentlich was in die Ibrahimovic statt Bier. Mir ist was in die Hände gesprungen. Ich dachte, ich sehe mich nicht richtig. 1,5 Liter Flasche Bier. Und da dachte ich mir, das ist doch, oder? Bierpack steht da drauf. Ja, erzähl doch mal, wie es heißt. Das finde ich sehr schön. Sehr gut. Sehr umweltfreundlich. Und Greta dankt. Ja, also das ist Slatopramen von 1642. Ich hoffe mal nicht original. Nee, pasteurisiert steht auf der Seite drauf. Pasteurisiert? Ja, wieso? Du stehst auch auf abgelaufene Sachen. Super cool riecht das. Super cool. Männer da hinten. Traditionell in richtigen Gläsern. So. Guck mal her. Ja, das ist der erste Podcast, der überhaupt Zuschauer hat und dann zum zweiten, die auch noch mit ins Saufen einbezieht. Ja, das ist. Wir sind sowas von sozial. Wir sind ja keine Unmenschen. In 2 Wochen kommen wir donnerstags vorbei. Richtig. Lightning. Aber das ist nur am Karneval, weil da ist auch das Motto: trink doch eine mit. Und da können auch einfach mal alle Plätze hier im Bus belegt sein. Also der Jupp, der kriegt jetzt gerade mal schön ein Glas voll und der Lightning Lutz. Sag mal, Karl-Heinz, ist das eigentlich normal, dass da hinten immer bei euch hier die Mülltonnen brennen? Ja, das ist ganz normal. Ist das hier in der Gegend so? Ja, das ist, die grillen hier immer gerne. Also. Angegrillt hier. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein Bier ist. Ich habe es noch nie vorgesehen. Das ist ein tschechisches Bier. Das einzige Verkaufsargument für mich war 1,5 Liter Bier in einer Flasche. Das ist ein tschechischen Tontechniker. Tschechische. Ne? Okay, dann Prost. Prost. Zum Wohl. Auch unseren lieben Zuhörern. Die Zuhörer sind schon geistig gar nicht mehr anwesend. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das liegt daran, dass du immer so scheiß langweilige Presseartikel bringst. Ich habe euch die Lindenstraße ausgegraben. Das habe ich nur euch zum Gefallen getan. Ich kann jetzt gar nicht viel Negatives sagen, obwohl ich den Ballermann so gern beleidigen würde, aber das schmeckt ganz okay. Ha! Ich finde, es hat einen leichten Plastikgeschmack. Zum Wohl. Könnte das daran liegen, dass es aus der Plastikflasche kommt? Also persönlich finde ich ja, dass der Andruck erfrischt durch Spritzigkeit. Sehr angenehmer Malzgeschmack zu vernehmen. Die billige Herbe fällt zum Glück kaum auf. Mhm. Ja. Auf Dauer ist das Bier, obwohl sehr spritzig, nicht erfrischend. Aber eine angenehme Herbe mangelt auf jeden Fall. Der Abgang ist gut. Ich finde auch im Abgang perlt das wie Sau und das schmeckt echt beflügelt uns zu neuen Schandtaten. Das hab ich wieder gut gemacht. Aber ich glaube, ich hätte noch was beizusteuern und ihr werdet erkennen, das könnte sich wie ein roter Faden heute durchziehen.
weil, vielleicht habt ihr es alle mitbekommen, die Pariser Justiz ermittelt gegen einen russischen Künstler, einen Aktionskünstler, nämlich Piotr Pawlenski. Und Piotr Pawlenski war nämlich der Mensch, der intime Videos, wie es so schön heißt, des Pariser Bürgermeisterkandidaten Grieveux ins Internet gestellt hat. Daraufhin hat er seine Kandidatur zurückgezogen und so eine andere Tante ist für ihn angetreten. Da ermittelt jetzt auch die Justiz und er hat da jetzt halt ein bisschen Ärger an den Hacken, auch in Frankreich. Und, aber das eigentlich Interessante an dem Ding ist, was der sonst so macht halt als Aktionskünstler. Ja, der hat doch mal sowas ganz Ähnliches gebracht wie du neulich, als du sauer warst. Der hat irgendwie am Roten Platz in Moskau seinen Hoden in den Boden genagelt. Verdammt, verdammt, du kennst ihn. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Also, er hat auf jeden Fall, das Bild, das kannte ich irgendwie, sich im Juli 2012 den Mund zugenäht. Und zwar richtig, also so mit Nadel und Faden. Das ist ja etwas, was wir uns manchmal auch für dich wünschen. Das, so ganz ehrlich. Das wäre mal eine Folge. Das wäre mal. Der Ballermann ist dabei, aber mit zugenähtem Mund und angenagelten Hoden. Das spart uns die Vorlesung. Ich habe rein zufällig einen Tacker dabei. Ja, also auf jeden Fall hat er das gemacht, um die Mitglieder von Pussy Riot seine Solidarität zu bezeugen. Er hat auch sich irgendwie auf so ein Dach von so einer Psychiatrie in Moskau gesetzt und hat sich da ein Ohrläppchen abgeschnitten. War der außen oder innen in der Psychiatrie? Nee, der saß da echt außen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Ja. Sitzt er da auf der Mauer. Auf des Botinsky-Krankenhauses. Und da schritt er dann zur Tat, nimmt eine riesige Machete oder sowas und schneidet sich echt ein Ohrläppchen ab, um dagegen gegen die Instrumentalisierung von Psychiatrien in Russland zu protestieren. Geiler Typ, ja. Der Zusammenhang drängt sich ja gerade das total. Sich das Ohrläppchen danach. Ja, ja, aber der kann noch mehr. Der kann echt noch mehr. Der hat zum Beispiel im Mai 2013 hat er sich mit Stacheldraht eingewickelt und ziemlich schmerzhaft, würde ich mal sagen, und protestierte in St. Petersburg gegen repressive gesetzgeberische System, wo jede Bewegung eine gewaltsame Reaktion des Gesetzes zur Folge hat. Eigentlich nicht schlecht. Ja, und dann hast du, Blödmann, mir eigentlich hat schon die Pointe weggenommen. Das Geilste, was er gemacht hat, ist echt November 2013. Das ist auch ein Foto um. Ja, Güte. Zieht er sich nackt aus, setzt sich auf dem Roten Platz und nagelt seinen Hodensack fest. Und zwar eine Aktion gegen Apathie, politische Gleichgültigkeit und Fatalismus in der russischen Gesellschaft. Also ich glaube, der steht auf jeden Fall auf Kuschelsex. Ja, das glaube ich auch, weil im November hat er dann nämlich auch noch vom FSB, also vom Geheimdienst, die Türen angezündet. Das kommt ja auch. Und fordert für sich selbst eine Verurteilung wegen Terrorismus aus Solidarität mit dem ukrainischen Künstler Oleg Sentsov. Ja. Krasser Typ. Übrigens wurde der in Paris auch deswegen... hat er Probleme mit der Justiz, weil er Silvester zwei Typen mit Messer angegriffen hat. Also der scheint irgendwie auch ein kleines Aggro-Problem zu haben. Aber ich glaube, der Typ, der macht so einiges in der Welt. Ja, vor allen Dingen, wieso filmt der den Bürgermeisterkandidaten beim Sex? Ich glaube, er hat es nur behauptet. Das ist gar nicht restlos geklärt, dass der wirklich den da beim Sex... Nee. Aber genau, offensichtlich hatte der Bürgermeisterkandidat ja schon den erhärtenden Verdacht, verstehst du, dass er möglicherweise was getan hat, wobei man ihn gefilmt haben könnte. Ja, ich glaube, er ist wirklich gefilmt worden. Die Frage ist nur, ob von ihm... Nee, den konnte man nicht erkennen. Konnte man nicht erkennen. Mm-mm. Aber zurückgetreten ist er einfach schon mal so. Ja, wahrscheinlich war da irgendwas dran. Sicher ist sicher. Er hat doch Dreck am Stecken. Vielleicht kam da noch mehr. So, die Zuhörer sind kommentarlos gegangen. Ein Glück, die haben voll genervt. Ja, Ballermann, was kennst du für Leute? Ja, der kennt die überhaupt nicht, der hat nur so getan. Was willst du machen, wenn du in einer Ecke wohnst, wo die Mülltonnen brennen? Da die sehen diese 1,5 Liter Flasche Bier und setzen sich halt rein. Da musst du auch mal gute Miene zum bösen Spiel machen. Du weißt nicht, wie das ist, in so einer Neighborhood zu wohnen. Der Ballermann, der kennt sich da halt so, der hat sich arrangiert. Aber ist doch nett, oder? Hier, schön, ja, die ist nett. Schön aus der 1,5 Liter Flasche. Ja. Ja, Leute, und das Problem ist, dass der Typ, glaube ich, weltweit unterwegs ist. Ja. Hast du jetzt Angst oder wieso betonst du das so? Ja, weil wenn man mal ganz aufmerksam so die Nachrichten liest, ne, dann erkennt man einfach, wo der Typ überall tätig ist, ja. Der zum Beispiel... aber das muss ich jetzt mal eben kurz suchen hier. Meine Damen und Herren, seien Sie live dabei, wie sich Karl-Heinz Ballermann selbst einen Knopf an die Backe labert.
Andere nähen sich den Mund zu, Ballermann labert sich. Hallo, das hätte ich nicht schöner sagen können. Ihr seid so schlimm. Aber nein, das ist wirklich so. Und zwar gibt es nämlich in Prag, da gibt es nämlich jetzt Vorkommnisse, ne? Da lief immer so ein Typ rum und ist immer so Frauen nachgestellt und hatte in Straßenbahnen und sonst wo den immer klammheimlich die Zöpfe abgeschnitten. Einfach so. Und die Frauen haben es auch meist gar nicht mitbekommen. Also ganze Haarlocken. Das war früher tatsächlich ein Straftatbestand. Da gab es einen Namen für. Ich war neulich beim Stummfilmfestival in Bonn und da haben die so einen Polizeiaufklärungsfilm gezeigt. Gefahren der Straße hieß der Film. Das ist ein ganz legendärer Film. Gibt es auch wahrscheinlich irgendwie im Internet zum Nachgucken. Und da wurde auch vor dem Zopfabschneider gewarnt. Tatsächlich. Und haben die dann so Charlie Chaplin-Style-mäßig, ne, wie das damals so gefilmt wurde, immer dieses bisschen Ruckartige, haben die dann gezeigt, steht eine Frau mit sehr schönen langen Haaren da und dem Zopf. Und dann kommt der Zopfabschneider und schneidet er so ganz schnell die Zöpfe ab. Und dann werden so Tipps gegeben, wie beim siebten Sinn, wie man sich gegen den Zopfabschneider zum Beispiel zur Wehr setzen kann. Ja, also, das war jetzt zum Beispiel in Prag. Ne? Da ist er halt rum und da gibt es auch Videoaufnahmen von dem Typen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, man sieht natürlich nichts, aber es könnte natürlich wieder der Aktionskünstler. Könnte der sein, ja. Aber das Interessante bei so Aktionskünstlern ist, ich meine, das könnte auch einfach nur ein Spinner sein, der sich die Eier auf dem roten Platz festnagelt. Aber wenn der hinterher sagt, ich bin ja ein Aktionskünstler, ich habe ja eine Botschaft, dann kriegt das gleich eine ganz andere Dimension. Ich meine, ich Hut ab, dass der das macht. Aber ganz gesund ist das auch nicht wahrscheinlich. Das ist die super Ausrede, falls du dich irgendwie am Aschermittwoch nackt und besoffen auf irgendeinem öffentlichen Platz wiederfindest, ziehst du einfach die Aktionskünstlerkarte. Ja. Musst halt noch gucken, was wo dran festhängt. Ja. Ah, wenn wir gleich beim Ballermann da reingehen, dann basteln wir uns eine Aktionskünstlerkarte vielleicht. Ja. Was man erwähnen sollte an der Stelle ist, wir sind alle ziemlich schell verkleidet, bis auf den Ballermann, der sieht immer so aus. Ballermann, bist du jetzt eigentlich fertig oder erzählst du uns jetzt noch, dass der auch in Peking unterwegs ist? Ja, ich hätte die Beijing News, die haben in der Tat so einen Verdacht, dass der das Bungee-Schwein war. Ich glaube schon, dass er damals auch diese 6 Mitarbeiter, die das Schwein da hochgezerrt haben, da schon irgendwo auch instruiert hat, um das vielleicht war er selber als Schwein verkleidet. Ja. Und das Bungee-Seil war gar kein Seil, sondern sein Dödel. So. Das kann natürlich sein. So. Ja, wir sind ja hier gerade so schön dabei, uns gegenseitig zu beleidigen. Und ich glaube, soweit ich weiß, hat keiner von uns einen Hund. Doch hätten wir einen Hund, dann wäre dieses Gadget. Du hast die Flöhe Gadget, eines Hundes. Vielleicht. Auf jeden Fall mit dieser Perücke. Da spricht einiges dafür, Ballermann, gebe ich dir recht. Aber wenn du einen Hund hast und dich von deinem Hund mal so richtig gehörig beschimpfen lassen möchtest, so wie wir das in diesem Podcast tun, dann gibt es jetzt ein Gadget für schlappe 55 Euro oder 60 Dollar, ein Schimpfwörterkragen. Du kannst dem quasi ein Halsband umsetzen und das Halsband übersetzt das Bellen des Hundes in Fluchen. Das sagt dann zum Beispiel so Dinge wie Fuck oder Shit oder Fuck you oder was auch immer. Gibt es auch ein Video zu, wenn ich das irgendwie finde, dann können wir das auch gerne verlinken. Und Bullshit. Bullshit sagt es auch noch. Das heißt, du sagst deinem Hund Sitz und er sagt Bullshit. Sagt er zurück. Und das ist halt so ein Cuss-Collar. Cuss heißt so viel wie Fluch, der Fluchkragen. Und fällt hier in die Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber ich finde es irgendwie witzig. Das also ich fände das voll sinnvoll. Witzig, meinem Hund durch die Gegend laufen zu lassen und der beschimpft Land und Leute. Ich gehe mit dem Hund irgendwo hin, der kackt in die Rheinaue und dann kommt einer und sagt, hier darf mir mein Hund nicht kacken. Und sagt er, fuck you, Bullshit. Ist doch eine geile Erfindung. Also ich finde das aber auch eine total naheliegende Erfindung, weil ich habe mich schon immer gefragt, wieso es so etwas Ähnliches nicht bei Navis gibt. Also einfach mal eine Navi-Stimme, du biegst falsch ab und du kriegst dann richtig ein, ey du Vollpfosten, du hättest hier abbiegen sollen. Blindfisch. Ja, das gibt's bestimmt. Doch. Also so beleidigende Stimmen gibt's. Gibt es schon. Auch bei Alexa, da habe ich auch gedacht, das wäre auch so richtig schön. Du kommst nach Hause und kriegst erstmal richtig einen vom Kopf. Sado Alexa, ja. Sado Siri, um noch mal ein paar andere zu nennen. Das google ich jetzt. Also meines Wissens, ich besitze Collar oder was? Ja, nee, beleidigendes Navi, das gibt es hundertprozentig. Also Alexa und Siri reagieren meines Wissens auch auf definitive Beleidigungen eher diplomatisch. Ja, so, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ja, lustig, meine Tochter hat letztens, glaube Siri mit Alexa angesprochen und dann sagen die immer so ganz
ganz zahm, ich glaube, dass du den falschen Assistenten angesprochen hast. Irgendwie sowas. Das ist ganz witzig. Aber gibt es ja auch viele Videos dazu. Ich wüsste gerne, ob die Anzahl der Kinder namens Alexa in den letzten Jahren eher runter oder eher hochgegangen ist. Weil, also hoch, weil der Name natürlich dann schon ein bisschen so im Hinterkopf existiert. Hm. Bei der Namenssuche runter, würde ich jetzt mal sagen, aus rein praktischen Gründen, weil wenn das Kind genauso heißt wie dein digitaler Assistent, das ist ja nun mal zumindest lästig, ja? Ja. Alexa, räum das auf. Ja. Ja, und dann? Ja. Sitz. Fuck you. Nee, ich ganz ehrlich, wir haben ja einen Familienhund zu Hause gehabt und ich hätte das schweinelustig gefunden, wenn der mich die ganzen, wenn ich morgens aufstehe und der erstmal fuck zu mir sagt. So, ja, ich stehe auf so einen Humor, aber das merkt man, glaube ich, auch hier. Wir alle sind nicht so zimperlich miteinander und würden uns, glaube ich, auch von unserem Hund beschimpfen lassen. Aber hier wird es eher kritisch gesehen in diesem Artikel des Deine Tierwelt Magazin. Mhm. Letzte Woche habe ich Agrarwelt oder Agrar heute studiert. Diesmal bin ich bei Deine Tierwelt Magazin gelandet. Und gut, die haben wahrscheinlich auch das, wie war das, entwicklungspädagogische Wohl Konzept des Hundes und Konzept der Hundeerziehung im Blick. Ne? Das ist auch lass immer ihn doch mal in Ruhe googeln, der ist gerade echt ruhig. Ja, dann bin ich auch mit dieser Nachricht am Ende. Ich glaube, wir haben sie ausdiskutiert. Das Video werde ich verlinken. Und das Hundehalsband werde ich für den Herrn Ballermann bestellen. Ja, du warst doch gerade in Japan. Ja. Richtig. Und ich meine, hast du da irgendwie so aus dem Flugzeug irgendwann die Eiswand gesehen, die auf dich zukommt? Natürlich. Ja? Mhm. Nee, also ich muss gestehen, ich habe keine Eiswand entdeckt. Aber man kann tatsächlich, wenn man so die Augen aufmacht bei so einem Flug, unglaubliche Landschaften entdecken. Also auch Eislandschaften. Nichts reimt sich auf Eis übrigens. Ja. Auf jeden Fall. Denkt man, also ich werde in solchen Augenblicken auch so ein bisschen andächtig, wenn man dann so völlig unberührte, man fliegt so mit, ich weiß gar nicht, wie schnell fliegt so ein Flugzeug, jedenfalls ziemlich schnell, 1000 Stundenkilometer oder na, so. Wobei, sag mal 800. Sag mal 800. Sag mal 850. Auf 863. Fall, wenn man dann da so zum fliegt ersten und man diese Landschaften entdeckt, dann hat man das Gefühl, Wahnsinn, dass es sowas gibt. Man ist irgendwie nur so Zivilisation gewohnt, vielleicht so ein bisschen Natur und natürlich dann hier absolute Bronx beim Ballermann, aber es gibt einfach so riesige Flächen, die völlig unberührt erscheinen auf dieser Welt und da kann man natürlich schon dann denken, was passiert da eigentlich? Ist das eigentlich uns allen so klar, was da so abgeht. Du meinst, ab gerade unten, da wo du es nicht sehen kannst, gerade die Eisbären rammeln oder die Hirsche übereinander herfallen ja, oder was? Ja, allein die Vorstellung, dass es da einen Spot gibt, wenn du da jetzt ausgesetzt wirst, ist vielleicht 500 Kilometer weit nichts. Ja. Einfach mal gar nichts. Sagt euch der Point Nemo was? Ich gucke hier in ziemlich leere Gesichter gerade. Nee, das ist ja das, dieser Fisch aus. Nein, das ist kein Fisch. Das ist der Punkt im Meer, der am weitesten von allem, von Festland weg ist. Das wurde erst in den 90er Jahren berechnet, ist wohl anscheinend gar nicht so einfach. Und das liegt zwischen Chile und Neuseeland. Das kommt hin. Und da, das kommt hin, hast du kurz durchgerechnet. Ja. Und da gibt es übrigens auch sehr wenig Fische etc., weil eben vom Wind relativ wenig Nährboden und so weiter ins Wasser gelangt. Kann der ja auch nirgends einkaufen gehen. Auch Fische müssen ja ab und zu mal an Land sich neue richtig Schuhe kaufen. Ja. Apropos Flugzeug und wie schnell so ein Teil keine fliegt. Einkaufsnetze. Neulich war doch Sturm Sabine hier unterwegs. Ne? Und da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, dass man schimpft ja immer über diese ganzen klimatischen Veränderungen, aber zumindest mit dem Sturm Sabine im Rücken ist eine Boeing 747 neulich in 4 Stunden 56 Minuten über den Atlantik geflogen. Weiß ich. Jetzt weiß ich auch mal was ja, du schon weißt. Dann lass auch uns an allem teilhaben, wie schnell ist denn dieses Flugzeug geflogen mit dem Rückenwind? 1073. Mehr. Würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Ich würde sagen 1223 km/h. Nein. Gar nicht schlecht, ist aber immer noch mehr. 1295. Du hast es jetzt auch einfach, da hat er nämlich schon gesagt, ja, gar nicht schlecht. Und jetzt hast du, du wolltest mir gerade 3879 sagen und hast da nochmal abgeknickt. Immer noch zu wenig. 1322 km/h.
so fast wie die Concorde. Ich weiß nicht, ob die da die Schallmauer durchbrochen haben, nur die Concorde war schneller. Die hat das ja damals in... Ich will jetzt nicht unnötig mit Halbwissen Klugscheißungsversuche wagen, aber dadurch, dass der Wind sich ja auch bewegt, ist der Schall, also ist ja relativ, ne? Wie so, wenn man übrigens zum Mond fliegt, recht, mit ja. Lichtgeschwindigkeit, kommt man gestern, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es, du sprichst du durch... Die Concorde war ja bekannt dafür, dass sie die Schallmauer durchbricht. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, Prollo. Ja. Und ja. Die hat es schneller geschafft. Aber normalerweise brauchst du mehr als 6 Stunden und mit Sabine im Rücken, hinter jedem starken Flug ist eine starke Frau, 4 Stunden 56 Minuten. Ja. Voll geil. Da hast du die Zeit schon wieder raus. Kannst du für was Sinnvolles nutzen? Laut British Airways hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere bestanden. Was sollen die auch sagen? Ja, das Flugzeug war kurz vorm Auseinanderbrechen. Wir mussten mit Kaugummis und Zwischenzeiten mussten wir das Flugzeug rückwärts geflogen, weil Sabine uns irgendwie im Griff hatte. Aber alles kein Problem. Leider war das Gepäckband kaputt. Wir waren so kurz kaputt. Vor dem Absturz. So kurz waren wir davor. Aber vielleicht eine Klugscheißerfrage an den Prollo, der hier immer viel zu kurz kommt noch. Wie schnell ist denn die Concorde geflogen? Also wie lange hat die Concorde gebraucht? 6 Stunden normal? Also ich dachte irgendwie der Rekordflug 5, der Concorde. Aber die ist ja, die durfte ja erst über dem Atlantik so richtig Vollgas geben, weil sonst der Franzose irgendwie per Überschallknall gestört worden wäre, so zwischen Paris und Küste. Okay, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Siehst zwei du Stunden, doch, guck 52 doch mal Minuten. Die hat also nochmal 2 Stunden weniger gebraucht. Und das hätte ich dir leider sagen können. Das hätte ich dir nämlich sagen können. Und wisst ihr auch warum? Weil ich mal ein legendäres Interview mit Boris Becker gesehen habe, mit Bobbele. Und da war irgendwie mit seiner Frau, ich glaube bei irgendeiner Sendung, kann sogar verstehen, sie Spaß gewesen sein. Und dann wurde er gesagt, was machen Sie denn so den ganzen Tag? Und so, ja, dann meinte er, ja, wenn wir Lust haben, dann besteigen wir auch mal einfach die Concorde, fliegen zu Paul Bocuse nach Frankreich. Also der hat damals in den USA gelebt, um da dann abends zu speisen und dann fliegen sie halt wieder zurück. Mhm. Nur gut. Für einen Restaurantbesuch. Ja, gut, dass er und das muss dann halt dass er dann irgendwann pleite war, wundert einen nicht. Ja, der Boris. Ja, an den Flügen lag es, glaube ich, aber nicht. Ja, ich glaube eher so an den laufenden sonstigen Kosten, würde ich mal tippen. Das ist, weißt du, das ist immer so genauso, als ob du, wenn du so einen neuen Handyvertrag abschließt und du kündigst die alten nicht. Ich glaube, dann wird es halt irgendwann schwierig. Aber dann fragt sich ja wirklich so jeder, der einigermaßen normales Geld verdient, wie jemand, der so unglaublich viel Kohle hat, sich in solche Verpflichtungen stürzen kann, dass er dann einfach da nicht auskommt und sogar noch hoch verschuldet ist. Ja. Das müssen irgendwie die laufenden Kosten müssen wollen wir Manager auffressen. Wollen wir nicht mal hier, Ben, das ist ja dein Fachgebiet heute, als Hausaufgabe aufgeben, recherchier doch mal, was so ein Flug mit der Concorde gekostet hat. Das mache ich gerne. Apropos, was machen eigentlich die Hausaufgaben aus den letzten Runden? Du solltest Fiegebier besorgen, hast du das dabei? Ich, Versager. Ich sollte auch rausfinden, wer das Unwort des Jahres macht. Ich glaube, das war so eine Jury. Ich weiß aber nicht, Hausaufgaben. Also ich bin tatsächlich Anfang April wahrscheinlich in Bochum und würde euch dann am Kiosk bzw. an der Trinkhalle das ein oder andere Fläschchen mitbringen. Bis dahin müsstet ihr dann warten oder beziehungsweise habe ich das Thema dann vielleicht auch einfach erfolgreich ausgesetzt. Wenn wir das machen, dann schalten wir das Ruhrpott-Mädel hier live in die Sendung die soll auch einen mitheben. Die muss ich das auch besorgen. Aber sag mal, Hausaufgaben, ne? Also ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich für Hausaufgaben hatte, aber ihr habt doch bestimmt auch mal, macht man natürlich nicht, also meine Kinder, ich sehr selten gemacht natürlich, aber ab und zu kommt es immer vor, dass man in der Schule die Hausaufgaben abgeschrieben hat. Und da hatten wir dann halt damals auch mal so einen Fall, da hatte die irgendwie so 3/4 der Klasse hatte in Erdkunde die Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann haben wir vom Klassendussel alle abgeschrieben. Und der Klassendussel in Erdkunde, der hatte, also es ging irgendwie um, wie fließen Flüsse, ja, also wie funktionieren Flüsse. So, und da hatte der Typ geschrieben, die Flüsse fließen vom Meer ins Landesinnere. Ja, und wie eine Badewanne, die ausläuft. Ja, und dann haben die alle das abgeschrieben. Ja, und du auch. Ja, ich habe das auch abgeschrieben. Und dann wurden die drangenommen. Dann meinten die immer, ja, also ehrlich gesagt, wir haben ja zusammengearbeitet und haben das, die ganze Klasse muss strohdoof gewesen. Und überhaupt wissen sie, dass die Erde eine Scheibe ist. Mit einer Eismauer und einem Lorbeerkranz im Weltall.
Aber sag mal, das ist aber auch eine herrlich beschränkte Idee, vom Klassendussel abzuschreiben. Ja, was willst du machen in der Not, wenn du feststellst, 3 Minuten davor, vor der Stunde anfangen? Haben oder nicht haben. Haben oder nicht haben. Und dann denkst du, hast du halt irgendwas drinstehen. Dass du da natürlich so einen fatalen Scheiß da drin stehen hast, das ist natürlich echt übel. Sehr schöne Geschichte. Also. Ja, soll ich was vortragen? Ja, oder noch eine Anekdote erzählen? Kannst du eigentlich auch was nicht nur lesen, sondern kannst du dabei auch jonglieren? Nein. Schade. Habt ihr kleines Intermezzo? Habt ihr eigentlich jetzt in der Karnevalszeit Angst vorm Coronavirus? Wie kommst du darauf? Weil ich hätte die Antidose dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. Corona. Ich habe mich schon mehrfach eingenässt. Ein Corona. Impfstoff. Jetzt sehe ich's, Karl-Heinz. Das ist so ekelhaft. Aber sind ja Ledersitze. Der Karl-Heinz hat schon ordentlich einen in der Corona. So. Das ist ja bei der Sonne das, was umzu ist. Ne? Na, du hast hier noch. Ja, ich. Wisst ihr? Du willst nicht. Ja, ich werde nicht mischen, bitte. Jetzt habe ich die für mich aufgemacht. Ja, aber ist okay. Ne? Ich trinke mal selber hier. Also ein bisschen Corona extra, das lag mir schon lange auf der Zunge. Ach, der Mann. Nimmst du. Hervorragend. Nee, das reicht schon. Hier, erstmal beim Karl-Heinz rein. Ach nee, bin ich ja. Nee, trink doch aus der Dose. Ach so. Sag mal, sieh zu, dass das wegkommt. Deine Karriere ist eben Arsch. Der hat eben auf dem Mikrofon gesessen, glaube ich. Ja, irgendwas hat er da gemacht. Nee, das liegt an seinem Mundgeruch. Also ich entschuldige diese Tonstörung, das muss der Mettigel-Geruch aus dem... Nein, ist alles gut. So, also, Rollo Ferrari, das sind deine 5 Minuten. Nee. Nee, höchstens. Das setzt mich jetzt unter Druck. Ja. Aber Druck ist genau das Stichwort. Stell dir vor, der Strom fällt aus und damit auch Wasser, Scheißhaus und alles, was man sich so vorstellt. Was machst du da? Das Scheißhaus fällt aus wegen Strom? Ja, kein Strom, kein Wasser, Wasserwerk etc. etc. Telefon, Handy weg. Aber man kann das doch da mal reinmachen. Da gibt es ja ein Amt für. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe macht sich ja zu solchen Dingen Gedanken. Da gibt es übrigens auch so eine Notfall-Einkaufsliste. Wer Platz im Keller hat, kann sich dafür 2 Wochen bevorraten. Das fängt mit etlichen Litern Wasser an und hört bei Tütensuppe auf. Also die Preppis. Ja, ich lasse es, also ich bin ja eher so Cowboy-mäßig unterwegs und lasse es einfach mal drauf ankommen und habe vielleicht höchstens mal einen Saft oder noch 2 Liter Milch zu Hause. Wie dem auch sei, ja, da könnt ihr euch auch mal beteiligen hier als kleinen Aufruf. Das Bundesamt startet nämlich eine Rezeptsammlung für ein Notfallkochbuch ohne Strom. Da habe ich ein total geiles Rezept. Das ist super genial. Und zwar Luftsuppe mit Gedankenklößen. Das funktioniert immer. Da brauchst du nichts. Vielen Dank dafür. Er hat aber noch 3 Minuten. Achso, Entschuldigung. Ach, das macht doch nichts. Na, jedenfalls, die Frage steht im Raum. Ja, wie kann ich eigentlich ohne Strom und Leitungswasser aus meinen Vorräten Mahlzeiten zaubern? Ja, und vor allem, weil ja das Tiefkühlzeug. Hier deine Dr. Oetker Pizza, die ist ja spätestens nach 2 Tagen aufgefroren und sogleich vergammelt. Ja? Also beteiligt euch, Vorschläge per Post oder per Mail einreichen. Bedingung ist, dass man keine Elektrizität benötigt und auch kein Leitungswasser. Mhm. Ja, das ist gar nicht so übel. Ja? Und der Vice President of Bevölkerungsschutz erklärte am Mittwoch nämlich in Bonn, man empfehle der Bevölkerung seit vielen Jahren zum Selbstschutz Notvorräte vorzuhalten. Ja, da sind also, glaube ich, auch einige Prepper in der Anstalt. Das ist eine richtig lange Liste, habe ich mir letztens mal angeguckt. Mit dem Kochbuch geht es jedenfalls nur darum zu zeigen, wie man mit den Vorräten ein schmackhaftes Essen zubereiten kann. Ja, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ist das geil. Mhm. Die geben so eine Liste raus mit so 1000 Sachen, aber da gibt es gar keinen Strom mehr. Und dann denkst du, die Arschlöcher, die haben mich komplett, so wie so einen ganzen Keller voller Konservendosen, nur kein Dosenöffner. Ja. Also was natürlich geht, so haushaltsübliche Gewürze sind okay und Kochutensilien und Brennstoffe bitte notieren und vor allem Beweisfoto machen. Ja, nicht irgendwie, ja, ich habe mir irgendwie in der Hosentasche eine Tüte Mais warm gemacht, ja. Also Beweisfotos. Sind denn brennende Mülltonnen erlaubt? Ja, aber du musst halt die Brennstoffe dann notieren, ne? Musst du gucken, was ist in der Mülltonne. Personenanzahl musst du bitte freundlicherweise auch mitschicken. Nicht, also dass du irgendwie dann gekocht hast. Also ein Rezept fällt mir schon mal ganz. Darf ich oder ja, hat er jetzt noch anderthalb Minuten? Nee, die schenke ich dir die Minute. Du kannst also es sonst. Man könnte ja zum Beispiel einen Teebeutel in den Mund hängen und den Mund voll Wasser nehmen. Dann wärmt sich ja das Wasser im Mund auf und man hat dann einen schönen Tee und kann ihn dann in eine Tasse spucken und den Teebeutel sogar noch wiederverwenden. Und könnte man das dann noch als das Rezept auch noch als Maultaschen nennen?
Reich den Vorschlag doch ein. Ja. Ich würde sagen, du kannst auch gleich deine Bewerbung als Abteilungsleiter da einreichen. Ja? Also ist das, mit solchen ist das A16? Weil vielleicht brauchen die auch einen neuen Präsidenten. Du machst doch nicht unter dem Präsidenten wahrscheinlich. Nee, ich hab ja eine andere Strategie. Ich baue ja drauf, dass die Nachbarn Vorräte haben und dann plündere ich um Brandschatz. Ganz, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Die Typen hier draußen an den Mülltonnen scheinen aber auch. Ja, was? Da komme ich dann nach dir drauf zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, ich habe nämlich letztens mich anlässlich eines Radiobeitrags über die Preppy-Bewegung, die sich genau eben solche Keller voll bunkern, vielleicht sogar Bunker bauen und so weiter, so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich grundsätzlich auch ganz gerne eine Speisekammer habe. Ich bin ein Kind einer Großfamilie, ich stehe darauf, Essen in der Speisekammer zu haben, aber ich bin kein Preppy, denn die echten Preppys, und das ist ein total logischer Gedanke, wenn man so Leute wie den Karl-Heinz Ballermann in der Nachbarschaft hat, die sind zum Teil auch einfach militant, weil die sagen sich natürlich, ich baue mir einen Bunker, ich mache hier die ganzen Vorräte und wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann kommen natürlich alle und wollen mein Zeug, weil die wissen, dass ich das habe. Also muss ich mich auch wehren können. Ganz im Ernst. Ist irgendwo auch logisch. Wenn dann so der Nachbar kommt und sagt, hey, der hat doch noch im Keller die ganzen leckeren Sachen. Das ist wie im Krieg wahrscheinlich. Dann musst du die auch abwehren können. Das heißt, die sind durchaus auch militant. Und in diesem Radiobeitrag haben die das dann immer so gesagt, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen. Und seien Sie sich sicher, ich kann mich verteidigen. Und so Ausdrücke haben die immer gebracht. Das heißt, diese Gratwanderung zwischen Preppies und militanten, was weiß ich was, Neubürgern oder ne, so Reichsbürgern, so Bewegungen, die ist dann wahrscheinlich auch fließend und ist aber auch irgendwo nachvollziehbar, weil wenn ich auf sozusagen dem Goldschatz sitze, muss ich ihn auch verteidigen können. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die beim Jahr 2000 dann so Übungen gemacht haben. Ja, ja. Jahr 2000 Alarm und die ganze Familie musste binnen 10 Sekunden im Keller sein. Ja, das ist natürlich, also da statt so einem Notfallkochbuch, wo man dann die Hälfte eh nicht hat, vielleicht einfach mal so ein paar Adressen aufschreiben von Leuten, wo man weiß, die haben eine Vorratskammer, nicht wahr? Ja, aber die haben auch eine Selbstschussanlage. Und sind Schwächlinge. Ja, oder schwache Vorratskammer. Oder einfach einen halben Tag später vorbeikommen und die Leichen flattern. Ja, wenn sich der Preppy dann verteidigt hat, erfolglos natürlich. Ja, wie weil 30-jährigen Krieg. Ein Preppy auf 30 Zombies, ja. Aber wie schmeckt euch eigentlich hier mein Impfstoff? Schmeckt Corona? Scheiße. Also wirklich Corona. Findest du wirklich unauffällig? Nee, überhaupt nicht. Also ich probiere es mal gerade. Wie heißt es hier? Slatopramen? Das schmeckte besser, oder? Das schmeckte kräftiger, definitiv. Und malziger, fand ich. Aber malziger. Und das ist genau, ist genau das, was ich bei Bier nicht mag. Ich stehe überhaupt nicht auf Malzbier. Ja, aber das Corona aber schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Limo dagegen. Das schmeckt flach. Das ist eine wahrscheinlich Plörre, ne? Was ich aber gut fand an diesem Slatopramen war in dieser Plastikflasche, die liegt gut in der Hand, wenn man die so nimmt, die kann man auch als Prügel. Ist echt wie eine Keule, das stimmt. Das finde ich wie eine Keule, ja, da kannst du, auch wenn dir einer hier dummes Zeug erzählt, immer so klatsch. Ich würde sagen, das nehmen wir auch gleich und gehen in dein Haus und verprügeln das Studiopublikum damit. Hervorragend. Dass die einfach abgehauen sind, die Schweine. Die sind nicht mehr aufgetaucht. Nee, die haben Besseres zu tun. Ich hoffe, die haben den Grill angeworfen. Ich habe denen das schon geschrieben. Okay, aber apropos Keller, Ben, wo du gerade eben jetzt die ganzen Preppys erwähnt hast, die dann im Keller wahrscheinlich das alles horten. Habt ihr eine Sauna im Keller, einer von euch? Ein Sauna-Club. Ja, ich schleppe dann immer so eine brennende Mülltonne rein und lege da ein feuchtes Handtuch drüber. Das geht okay, auch. Ihr habt keine Sauna, aber seid ihr Saunagänger? Sammer hat eine Sauna, ja? Ich nicht. Ja, nicht. Nein, doch gerne sogar. Nur in Skandinavien. Weil es gibt eine wunderbare Geschichte, die ich im Express gefunden habe. Im Original, aber erstmals aufgeschrieben wurde von dem österreichischen Blatt Heute. Und Heute nicht die ZDF-Nachrichten, heute.at, das gibt's halt. Also. Und das ist eine Geschichte, die vom Wiener Straflandesgericht gelandet ist und auch wunderbar ist. Also in einem Dampfbad, das kennt man ja, ich bin ehrlich gesagt kein Saunaboy, aber man kennt es trotzdem. Saunaboy. Man kennt es trotzdem, da dampft es halt schon mal, ne? Vor allem wenn es dann eine Dampfsauna ist. So, und da ist es jetzt aufgrund der schlechten Sicht angeblich dazu gekommen, dass ein 42-jähriger Mann in der Sauna den Wasserschlauch angeblich verwechselt hat mit dem Penis seines Nachbarn.
Und das war der Aktionskünstler wahrscheinlich. Ja. Das war nicht der Aktionskünstler. Direkt festgenagelt. Das war ein 19-Jähriger, der ausgeflippt ist und ihm nach den Angaben in diesem Artikel, der sich auf den Prozess bezieht, ihm dann wohl auch Kieferbruch angedroht hat. Aber ganz im Ernst, der 19-Jährige sollte sich geschmeichelt fühlen. Also wenn da so ein Typ kommt und denkt, oh, der hängt ja so ein Wasserschlauch. Also sorry, das kann ja auch ein Kompliment sein. Ja, ja, das finde ich jetzt voll verletzend vielleicht von dir. Vielleicht stand er aber auch auf dem Schlauch in dem Moment, wo das passiert ist. Jedenfalls wurde das dann verhandelt in Wien. Und er hat dann gesagt, der Angeklagte, ich habe wegen meiner Sehschwäche irrtümlich den Penis meines Nachbarn berührt. Eigentlich wollte ich nur zum Wasserschlauch greifen. Klingt ein bisschen wie eine Schutzbehauptung. Wie eine Schutzbehauptung, genau. Und der Anwalt muss das wohl auch in pantomimischer Art und Weise im Gerichtssaal auch noch vorgespielt haben, wie das sich angeblich abgespielt hat. Aber die Richterin ist cool geblieben und ließ sich davon wohl nicht beeindrucken. Und er hat in dieser, wie es hier steht, hitzigen Schlauchdebatte, hat er dann doch das Nachsehen gehabt, der Angeklagte, und hatte, und jetzt müsst ihr euch mal also festhalten. Also angeklagt war der 19-Jährige mit dem Schlauch, weil er seinen Schlauch dem anderen, Schlauch, der dann dem anderen einen auf die Mappe gegeben hat. Nein, angeklagt war derjenige, der nach dem Schlauch gegriffen und den Penis erwischt hat. Der 19-Jährige war der Schlauchträger oder der Greifer? Das war das Opfer. Der 19-Jährige war das Opfer, der dann aufgesprungen ist und ihm Kieferbruch angedroht hat. Ach so, ich dachte, der ist für diesen Gewaltausbruch. Nein. Schäme auf diese Gewalt. Der Schlauch, der nach dem Schlauch gegriffen hat, der hat, jetzt haltet euch fest, das finde ich gar nicht schlecht, 13.500 Euro Strafe zahlen müssen oder muss er zahlen, das ist gar nicht so schlecht. Sexuelle Belästigung. Während das Opfer vom Vorwurf der gefährlichen Drohung Kieferbruch freigesprochen wurde. Wisst ihr eigentlich, also ich habe ja in meinem total aufregenden Leben ja auch schon sehr viel erlebt, dass ich mal vor dem obersten Gerichtshof Österreichs war und habe da einer Verhandlung beigewohnt im Rahmen meiner meines Referendariatsausfluges. Und da hatte ich dann auch so einen schlüpfrigen Fall von so einem Typen, ein alter Sack, der hatte total viele Beziehungen mit minderjährigen jungen Männern. Und die sind auch alle da hingekommen und haben ihre Solidarität bekundet, weil der war angeklagt wegen Missbrauchs von so Minderjährigen. Und dann haben wir im Nachgang, der wurde natürlich dann auch verknackt, ja. Aber im Nachgang haben wir dann mit den Richtern auch noch ein bisschen sprechen können. Und die haben dann gesagt, ja, das kann hier ja halt auch schon mal hoch hergehen, ne, so, mit solchen Typen. Und weil das dann irgendwann mal relevant geworden ist, haben immer so ein großes Christuskreuz da vor der Anklagebank stehen, also vor ihrer Richterbank, ne. Das haben die dann irgendwann festschrauben lassen, weil es dann wohl zu so einem Fall gekommen ist, dass ein so ein Typ sich dieses Kreuz geschnallt hat und gekrallt hat und dann auf die Richter oder sonst wen einschlagen wollte. Und seitdem ist dieses Kreuz angeschraubt. Das war auf jeden Fall eine ganz nette. Deswegen sicherheitshalber auch immer den Sack antackern. Ja. Nageln. Naja, ich stell's mal vor. Tackern ist auch deine Sache, Karl-Heinz. Stimmt. Ja, also um mal seriös darauf einzugehen, also ich glaube, dass auch, dass das eine Schutzbehauptung ist, so blind kannst du nicht sein, es sei denn, der hat irgendwie einen sehr dünnen und sehr langen Schlauch. Darf ich noch eben nach deiner Corona-Dose greifen? Die ist schön dick. Apropos, hast du das Corona jetzt, du musst dich nicht. Ich hab's schon probiert. Wie gesagt, ich finde, es ist eher Limo im Vergleich jetzt hier zu dem Bier vom Slatko. Ja. Slatopramen. Hat das auch einer? Ich meine, das ist tschechisch. Das müssen wir noch rausfinden. Das wird doch wohl irgendwo draufstehen. Ich finde, das hört sich spanisch an. Also. Naja. Ne? Slatopramen. Also, was haben wir heute hier verköstigt? Wir haben tschechisch Slatopramen natürlich. Ohne Ende. Kölsch haben wir schon mitgebracht, weil ja Karneval ist. Und Corona als Impfstoff. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur noch Antialkoholisches. Oh, nee, komm, nicht am Karneval. Nicht am Karneval. Muss ich in die Notfallschublade greifen? Du bist leer. Mach mal die Beine bereit, Prollo. Ach Gott. Entschuldigung, ihr greift mir Prollo, hier an die Dose. So ekelhaft. Also an die Flasche. Dich sollte man auch zu an den Schlauch. 14.000 Euro Strafe bezahlen wegen rülpsender Anmaßung im Bus. Ja. Das hatten wir schon. So, dann würde ich sagen, Kredenzen. Männers, der Grill läuft übrigens. Ja. Der Grill ist an.
Der Grill ist an. Es gibt nämlich, bei uns gleich was Leckeres auf den Grill. Und zwar gefolterte Schwein aus China, das vorher auch noch vom Bungee-Turm geschmissen wurde, damit das auch einen schönen faden Beigeschmack kriegt. Vom Adrenalin, was dann da durch die Venen gepumpt wurde. Ich glaube, das haben wir noch, das haben wir schon mal aus dem Notfall-Asservat hier gegriffen, aber zu Heineken, was wir jetzt hier noch im Anschlag haben, fällt mir immer ein, der Spruch unseres Schulkumpels Fussel, sag mal, du kennst den, der gerne sagt an der Stelle, Heineken, das ist ein Mist, eins getrunken, zwei gepisst. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken. Haben wir noch Presseartikel für die Allgemeinheit? Nee, ich hatte nur noch wieder eins von dem Aktionskünstler. Was hat der denn noch gemacht? Du wolltest das doch ein bisschen entwickeln. Du bist doch keiner, der so, der einfach so stehen bleibt. Du bist einer, der die Geschichte entwickelt. Nein, aber das könnte auch für die Zuhörer zu beängstigend sein. Ich weiß nicht, ob die überhaupt bereit sind zu begreifen, was alles von diesem Aktionskünstler anscheinend beherrscht wird in dieser Welt. Und zwar verhält es sich nämlich so, dass ein Schiff, ein Geisterschiff in Irland gestrandet ist. Und zwar ein Geisterschiff, das vor 18 Monaten von seiner Crew verlassen wurde, südöstlich von den Bahamas, wurde es aufgegeben. Der Grund, warum das aufgegeben wurde, ist anscheinend noch nicht ganz klar. Und hierzu wurde dann interviewt der Chief Surveyor and Senior Vice President der DNVGL Maritime. Das internationale Unternehmen zertifiziert Schiffe weltweit. Ne? Also ziemlich ungewöhnlicher Fall, weil das Ding, dieses Schiff, das ist nämlich die MV Alta, 77 Meter lang und trieb dann 18 Monate als Geisterschiff über die Weltmeere, um dann schließlich in Irland zu stranden. Hat sich also auch unbemerkt der Küstenwache diesen irischen Gewässern genähert und wurde dann morgens von einem Jogger entdeckt. Aber die Besatzung war nicht mehr drauf. Nix. Die wurden ja vorher schon runtergenommen. Ja, also und ich glaube halt, dass der Typ dieses Schiff hat einfach durch die Weltmeere schwimmen lassen und dann auch noch, also gibt es ein Bild zu, ja, das kann ich euch mal zeigen, das werden wir dann auch verlinken. Das sieht eigentlich ein ziemlich geiles Bild. Ein sehr geiles Bild, also ja. Man sieht ja eigentlich so ein richtiges, also fast schon so ein Containerschiff, also relativ groß. Ne? Bollo, siehst du? Mhm. Und das ist schon fast kunstfertig auf die Klippen gesetzt. Also es ist wirklich wie ein Denkmal im Grunde genommen. Ich finde auch ein Mahnmal. Das ist ein Mahnmal. Das ist ein Mahnmal und meines Erachtens wollte der Aktionskünstler damit wieder zum Ausdruck bringen, dass die Weltmeere völlig überfahren sind von irgendwelchen Dreckschleudern von Schiffen und sagen, dass die alle auf den Schrott gehören. Wie heißt der Mann nochmal? Der heißt Pavel Podporowski oder so. Warte mal. Wir sollten fortan in diesem Podcast den Podporowski, es passt ja auch, den Podporowski-Faktor einbauen und uns immer fragen, wenn wir hier eine Meldung vortragen, ob der Podporowski was damit zu tun hat. Nee, warte mal, der heißt, warte mal. Pavel. Der Pavel war, glaube ich, richtig. Ja, Pavel heißt, was ist das? Wieso habe ich hier Porno-Kino? Václav Havel. Ja, hier, der heißt nämlich Spezial, heißt der. So, ich muss nämlich heute online unterwegs sein, weil ich leider keine Ausdruckmöglichkeiten hatte. Der heißt spiegel.de. Naja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich nur unwesentlich. Wir werden das vielleicht einfach nachreichen. Schreib's drunter. Ja, Pawlenski heißt der. Pawlenski. Ja, so Pawlenski heißt der jedenfalls. Ja. Also ist er so ähnlich wie Podporowski. Ja. Piotr Pawlenski, so okay. Heißt er. Also der Piotr Pawlenski-Faktor, der muss in diese Sendung hier Einzug halten, weil theoretisch könnte der hinter allem stecken. Der könnte auch hinter dem Bungee-Schwein stecken, haben wir schon festgestellt. Ja, genau. Und der könnte hinter diesen ganzen Sachen. Vielleicht so eine Rolle wie der Chef von der Deutschen Umwelthilfe, der auch überall seine Griffe im Spiel vielleicht hat. Vielleicht ist das der Chef der Deutschen Umwelthilfe. Nee, ich glaube, vielleicht sind das einfach so, vielleicht gibt es so eine Weltverschwörung, also wir waren ja schon bei Verschwörungstheorien, dass es so einen Zirkel gibt von Leuten, die einfach die ganze Welt in den Händen halten. Und er als Aktionskünstler macht sowas. Das ist doch ein Illusionskünstler irgendwo. Der schafft das. Dass wie alt war denn der bei der Mondlandung? Ja, aber ich guck mal eben nach. Vielleicht gibt es da auch so einen Aktionskünstler und seit Jahren glauben die Leute, es gibt einen Wasserschlauch in der Dampfsauna. Das ist aber immer nur dieser Typ. Und der Mond ist aus Käse. Ja. All das dahinter steckt dann ist der, und jetzt wissen wir auch das Alter von dem Typen, der ist 19.
Okay, er war es in der Sauna. Karl-Heinz, noch kurz zu dem Schiff. Wir wissen also, 18 Monate trieb das da rum. Und das wissen wir, weil wahrscheinlich vor 18 Monaten die Mannschaft da irgendwie runtergerettet wurde. Ja, richtig? Und was wir nicht wissen, ist auch, was ist eigentlich in dem Schiff drin? Genau, das ist die große Frage. Ach, die habe ich letztens vor kurzem im Radio gehört. Da habe ich auch gedacht, kann denn ein Schiff 18 Monate herrenlos über diese Weltmeere treiben? Und da hört man immer diese Container, die dann auch so da rum, die auf hoher See runterfallen und dann da rumtreiben. Ist ja der Wahnsinn eigentlich. Ja, vor allen Dingen ist es wohl so, dass das ja auch unheimlich teuer ist, so ein Ding zu bergen und dass deswegen so ein Eigentümer gegebenenfalls auch gar keine Lust hat, sich drum zu kümmern und auch andere keine Lust haben, sich drum zu kümmern. Insofern schwimmt das Ding da eben rum. Ja, ich finde das auch total plausibel. Ich meine, vom Haus kennt man ja den warmen Abriss. Beim Schiff nennt man das wahrscheinlich den kalten Untergang. Die Warmsanierung, meinst du? Oder Warmsanierung. Und das könnte man übrigens unauffällig am Point Nemo machen. Der Point Nemo, von dem ich vorhin erzählt habe, da haben sie nämlich tatsächlich Weltraumschrott versenkt, jede Menge. Weil sie gedacht haben, ist schön weit weg vom Festland, merkt keiner. Ja, ist auch ideal. Oder stört keinen, besser gesagt. Nee, das ist auch total plausibel, weil das Schiff ist hat das Baujahr seit 1976. Es gibt wohl kaum ältere Schiffe, die also so zu wirtschaftlichen Zwecken noch eingesetzt werden. Und von daher gebe ich dir recht, das wäre wahrscheinlich wäre es ihm gelegen gekommen, wenn es dann irgendwo auf dem mittelatlantischen Rücken einfach abgesoffen wäre, das Ding. Ja. Das stimmt, ja. Tat's aber leider nicht. Aber das ist doch wieder ein Beleg dafür, dass diese Welt einfach so viel Fläche, teilweise unberührte Fläche, wie so ein Meer, ne? Zwei Drittel sind Wasser. Und wenn du einfach so ein Schiff irgendwo aussetzt und rumtreiben lässt, dass das einfach mal 18 Monate rumtreiben kann, ohne überhaupt irgendjemand Notiz nimmt. Ja, das ist doch Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Ja gut, ich meine, guck mal, das sind internationale Gewässer, da gibt es keine Hoheiten. Ja. Nein, aber man würde denken, Menschen sind überall auf dieser Welt, fahren nach links, nach rechts, fliegen drüber, schwimmen da durch mit dem Boot und so weiter. Und da ist dann halt so ein Boot, auch kein ganz kleines, wie wir sehen, was da einfach mal 18 Monate völlig unbedarft durch die Gegend dümpeln kann. Und erst so ein Sturm, war das auch Sabine eigentlich? Oder? Auf jeden das Fall war wahrscheinlich Sturm. Victoria jetzt. Oder Victoria, denn die oben Nachfolgerin, unterwegs. Haut das dann irgendwo an Land. Ich finde das ja, vor allen Dingen eben, dass keiner Notiz nimmt. Ne? Genau. Ja, aber das zeigt ja, wie groß diese unendlichen Weiten. Ja, des Weltraums. Ja, Weltraum. Ja, Jean-Luc. Nee, Ben Cartwright. Ding, 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 ding. Ja, aber das ist eine schöne Geschichte für den Schluss und ich glaube auch, den Piotr-Faktor, den führen wir künftig ein. Man darf den nicht unterschätzen zumindest. Das ist ein Fuchs. Vielleicht war das auch einer von den beiden Typen, die da eben saßen. Er hat auch so komische Aktionen. Also, er hat so ein Aktionismusgesicht. Mit dem Gesäß am Gartenzaun sehe ich. Ja, da hat sich gerade einer am Ohrläppchen an den Laternenpfahl genagelt. Ich glaube, der legt gerade seinen Schlauch auf den Grill und erklärt das zum politischen Statement. Wir sollten vielleicht mal nachschauen bei dir, ob die Bude noch steht. Ich habe jetzt auch Hunger, ehrlich gesagt. Ja, und Karl-Heinz, aber du gehst bitte als Erster raus und sagst hier den Typen, die da an den brennenden Tonnen stehen, dass wir hier zu dir gehören, okay? Ja. Wir sind Freunde. Kenne ich nicht. Peace Brother. Die haben was Schlechtes über die Hood gesagt, sage ich. Ja, Jungs, dann wünsche ich uns allen einen schönen weiteren Auftakt in die Karnevalszeit. Es war schon ein feuchtfröhlicher Start, hat mir riesig Spaß gemacht und unserem Publikum vielleicht weniger. Jedenfalls sind sie gegangen vor 40 Minuten. Gleichwohl haben wir weiterhin Spaß und sind für heute aber raus hier mit einem dreifachen Alarm. Keine Alarm. Tschüss, Sikowski.